Vielen Dank, lieber Wolfgang. Nach solchen Ankündigungen kann die Ausführung überhaupt nur enttäuschend ausfallen. Damit müssen Sie jetzt zurechtkommen, damit muss ich ja auch zurechtkommen. Es ist für mich eine Freude und eine Ehre, in Lichtenbergs Akademie über Lichtenberg sprechen zu dürfen. Wenn der Mensch aufrichtig bedächte, dass sich die Erde atemlos dreht, dass er die Tage, dass er die Nächte auf einer tanzenden Kugel steht, dass er die Hälfte des Lebens gar mit dem Kopf nach unten im Weltall hängt, indes sich der Globus berechenbar in den ewigen Reigen der Sterne mengt, wenn das der Mensch von Herzen bedächte, dann wird er so, wie Kästner werden möchte. Der Wunsch, den Erich Kästner in seinem letzten Gedichtband für sich und seine Leser ausspricht, hat eine Tradition, die bis in das Zeitalter Georg Christoph Lichtenbergs zurückreicht. Kästner, der sich nicht zu Unrecht einen Ururenkel der deutschen Aufklärung nannte und sich für das hier gebrauchte Genre des Epigramms unter anderem auch auf den Göttinger Mathematiker und Epigrammatiker Abraham Gotthelf Kästner berufen konnte. Dieser Erich Kästner formuliert in seinem Gedicht eine kollektive Wahrnehmungsveränderung, die sich in Europa zwischen dem 17. und dem Ende des 18. Jahrhunderts vollzieht und die nun 1952 unter dem Eindruck eines tatsächlich die ganze Erde umfassenden Weltkriegs eine neue Dringlichkeit gewinnt. Genau genommen geht es um zwei Wahrnehmungen, zwei aufklärende Erkenntnisse. Erstens den sehr alten Sachverhalt, dass der Mensch auf einer tanzenden Kugel lebt, die sich berechenbar unter anderen Himmelskörpern bewegt. Und zweitens die sehr neue Verantwortung dieses Menschen vor der bei Kästner nicht ausgesprochenen, nur angedeuteten Möglichkeit, durch sein Handeln diesen Planeten, diese Kugel insgesamt zu zerstören. Was von dieser Mitte des 20. Jahrhunderts an, seit Hiroshima und der Entwicklung der Wasserstoffbombe, bis heute in immer neuen Aussichten auf globale ökologische Zerstörungen fortdauert, am Ende des 18. Jahrhunderts schon, war es antizipiert worden. In Gedankenexperimenten, die kein Mensch auf diesem Globus so einfallsreich und so konsequent betrieb wie Georg Christoph Lichtenberg. Um diese Experimente verstehen zu können, muss man zunächst einen Blick werfen auf mindestens zwei Epochenzusammenhänge. Im Laufe des 18. des Aufklärungsjahrhunderts entsteht in Europa ein neues Bewusstsein für die Erde als einen Planeten, ein im Wortsinne globales Bewusstsein. Es entsteht aus einer bemerkenswerten Koinzidenz theoretischer und empirischer Veränderungen. Von 1768 bis 1771 unternimmt der britische Seeoffizier James Cook seine erste, von 1772 bis 1775 seine zweite Weltumsegelung. Von Plymouth ging es südwärts durch den Atlantik, in den Indischen Ozean und von dort aus an der Antarktis entlang in den Pazifik, dann nach Erkundungen in der völlig fremden Inselwelt Polynesiens, um Kap Horn herum wieder in den Atlantik und zurück nach England. Zwar handelte es sich keineswegs bei weitem nicht um die erste Umrundung des Planeten, die hatte bekanntlich schon Magellan von 1519 bis 21 unternommen. Cook aber hatte 1770 den neuen Kontinent Australien für die britische Krone in Besitz genommen, deren Reich damit buchstäblich global, weltumspannend geworden war. Und seine zweite Weltreise wurde dank ihrer publizistischen Begleitung ein so nicht dagewesenes europäisches Medienereignis. Denn diesmal wurde Cook begleitet von Johann Reinhold Forster und seinem bei der Abreise erst 17-jährigen Sohn Georg oder auch George und der wissenschaftlich wie schriftstellerisch gleichermaßen talentierte Georg Forster veröffentlicht nach der Rückkehr 1777 in London ein Reisebuch,
das rasch in weitere Weltsprachen übersetzt wird. A voyage round the world, voyage autour du monde, Reise um die Welt. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass mit diesem Buch eine neue, moderne Reiseliteratur entstand. Zugleich hielt die reiche Ausbeute der Reise die wissenschaftliche Welt und die immer rascher anwachsende Zahl von Publikationen in Atem und setzte neue Fantasien in Gang, kollektive Fantasien. Cook und Forster hatten Zeichnungen, Land- und Seekarten mitgebracht, unterschiedlichste Objekte der Natur und der Kultur, Pflanzen und Steine, Kleidungs- und Schmuckstücke, kultische Gegenstände, aber auch sprachliche Zeugnisse der Polynesier und so fort. Die Cook-Sammlung in Göttingen gegenüber der Stadthalle heute bewahrt einen großen Teil dieses Schatzes auf. Und da Forster 1777 auch Mitglied der Göttinger Akademie und 1778 Professor am Kasseler Carolinum geworden war, kam er in einen engen, kollegialen Austausch mit Georg Christoph Lichtenberg. All dies wurde hier täglich diskutiert. Im Laufe desselben 18. Jahrhunderts hatte sich eine zweite wissenschaftliche Entwicklung angebahnt, die weniger sensationell erschien als diese Seeabenteuer, sich in ihren Wirkungen aber als nicht minder revolutionär erwies. Jahrhundertelang hatte in der gelehrten Welt Einmütigkeit darüber bestanden, dass die einzige eingreifende Veränderung der Gestalt unseres Planeten seit seiner Erschaffung die biblische Sintflut gewesen sei. Seither habe, so glaubte man zu wissen, und so wurde zu Lichtenbergs Zeit noch diskutiert, seither habe die Erde immer dasselbe Antlitz gezeigt wie heute. Erst im Jahr 1669, also von Lichtenberg aus gesehen beinahe noch neulich, machte zum ersten Mal ein Naturforscher, es war der Däne Niels Stensen, latinisiert Steno, die Entdeckung, dass die Gesteinsschichten der Erde Sedimente vergangener erdgeschichtlicher Perioden seien. Die Erde also geschichtete Zeit. Nach Steno entziffert der italienische Geologe Giovanni Arduino die Erdschichten als Erdzeitalter, seine Begriffserfindung. Im Laufe des 18. Jahrhunderts kommen immer neue Beobachtungen und Hypothesen hinzu, die hier nicht zu resümieren sind. Auch die allen Goethe-Lesern vertrauten Modelle des Neptunismus und des Plutonismus gehören dazu. Hypothesen, die aber bei allen Divergenzen doch eines gemeinsam haben. Die grundstürzende Erkenntnis nämlich, dass diese Erde, diese Kugel selbst geschichtlich sei. Ein sich wandelndes geologisches Gebilde. Ein sich noch immer wandelndes geologisches Gebilde. Einer der Universalgelehrten, die sich an diesen Debatten sowohl praktisch als auch theoretisch beteiligen, ist natürlich Gottfried Wilhelm Leibniz. Wie von Beginn an die Bergleute unter den ersten waren, die mit ihren Erfahrungen zur Entdeckung der Erdgeschichte beigetragen hatten, so forschte auch Leibniz über den Harzer Bergbau. Und soweit seine technischen Entwürfe auf den ersten Blick entfernt zu sein scheinen vom epochalen Wandel des Weltbildes, so verblüffend nahe stehen sie ihm doch, wenn man genauer hinsieht. Denn durch so mitreißend anschauliche Schilderungen der Erdumrundung, wie Forster sie nach der Reise mit Cook verbreitete, und durch die geologische Entdeckung der geschichtlichen Wandelbarkeit der Erde, durch solche voneinander ganz unabhängigen Ereignisse, gewinnt die zunächst rein theoretische, philosophisch abstrakte Reflexion über mögliche Welten verblüffend neue und konkrete Dimensionen. Mögliche Welten und unsere Welt als die sich noch immer entwickelnde beste aller möglichen, solche Theoreme hatten mit Leibniz' Theodizee die gelehrte und literarische Welt zu beschäftigen begonnen. Und das geschah in der zweiten Jahrhunderthälfte an vielleicht keinem Ort dieser Welt so intensiv wie in der kleinen Universitätsstadt des Königreichs Hannover, in der Georg Forster
und Lichtenberg über all dies schrieben, diskutierten, publizierten. Die möglichen Welten, um die es dabei ging, waren nun nicht mehr nur abstrakte Denkmodelle, sondern mögliche Gegenstände menschlichen verändernden Handelns. Denkbar wurde in diesem Göttingen die Vorstellung globaler Wandlungen auch in der Zukunft, und zwar naturhafter ebenso wie von Menschen gemachter Wandlungen, und das sehr bald sowohl in positiver, die Umwelt aktiv nutzbringend gestaltender, als auch in negativer Hinsicht, als Aussicht auf man-made disasters. Bezeichnenderweise ist das frühe 18. Jahrhundert auch genau diejenige Periode der Wissenschaftsgeschichte, in der die Ökologie als biologische Fachdisziplin entsteht, wenngleich noch ohne diesen Namen. In Frankreich bei Buffon, in Skandinavien bei Carl von Linné, in der Schweiz und dann abermals in Göttingen bei Albrecht von Haller. Mit Leibniz' bester aller möglichen Welten und der ein halbes Jahrhundert umfassenden Diskussion darüber hat sich mittlerweile ein ganzes intellektuelles Zeitalter daran gewöhnt, kontrafaktische Weltentwürfe auch dann in größtmöglicher Konkretisierung zu durchdenken, mit allem Realismus, wenn der faktischen Durchsetzbarkeit solcher Veränderungen vorerst noch technische Schwierigkeiten entgegenstehen mochten. Aber denkbar wurde nun fast alles. Ein letzter kleiner Umweg noch. Ich habe ihn schon einmal gemacht bei dem von Wolfgang Schimpf erwähnten früheren Vortrag, aber er gehört, glaube ich, auch hier unbedingt her. Der Umweg über die Naturdichtung, die Lichtenberg vorfindet. Denn der Hamburger Senator Barthold Hinrich Brokes, gestorben 1748, der größte deutschsprachige Poet der Epoche, Lichtenberg nennt ihn kurz der vortreffliche Brokes, Brokes macht aus dem Spiel mit solchen kontrafaktischen Annahmen über die Beschaffenheit der natürlichen Ordnungen ein Prinzip, ein rhetorisch-argumentatives Prinzip seiner Dichtung. Man hat dieser Dichtung das Etikett physikotheologisch oder auch physikoteleologisch aufgeklebt und damit gemeint, dass aus der Beschreibung der gegebenen Verhältnisse der Welt bis ins Kleinste, von Blümchen und Bienchen bis zum gestirnten Himmel über uns, jedes Mal wieder die Einsicht abgeleitet wird, wie vortrefflich, wie sinnhaft und deshalb schön der Schöpfer dies alles eingerichtet habe. In den meisten Gedichten seiner neunbändigen Sammlung seines Lebenswerkes Irdisches Vergnügen in Gott laufen die Schilderungen aller erdenklichen Naturphänomene auf dieses Lob des Vernünftigen gewissermaßen als Aufklärer schaffenden Schöpfers hinaus. Das ist weit bekannt. Weniger bekannt ist, dass die kontrafaktischen Gedankenspiele die eigentlich entscheidende Argumentationsfigur bei Brokes sind, bevor dann am Ende des Gedichts das Schöpferlob ausgesprochen wird. Denn dessen Überzeugungskraft verdankt sich regelmäßig in den bei weitem meisten von Brokes Gedichten einem denkbaren Gegenentwurf, der eingeschoben wird zwischen der Schilderung eines Naturphänomens und dem Lobpreis seines Erzeugers, seines Schöpfers. Eingeschoben wird ein Gegengedanke, der fragt, wie hätte dies alles auch anders sein können in einer anderen möglichen Welt, die, wie sich jedes Mal herausstellt, eine schlechtere wäre. Noch in der schmerzhaft wirklichkeitsgetreu geschilderten Extraktion eines Backenzahnes, der Brokes Gedicht Der Zahn gewidmet ist, sehen wir den Dichter persönlich im Zahnarztstuhl sitzen. Der Zahnarzt trägt den Namen von Brokes realen Zahnarzt. Wir sehen den Dichter persönlich im Zahnarztstuhl sitzen, wie er seinen noch blutigen Backenzahn in der Hand hin und her dreht und sich vor Augen hält, wie elend das Menschengeschlecht sich doch entwickelt hätte, wenn sein Schöpfer diese Backenzähne vorn im Munde, die Schneidezähne hingegen in den Backentaschen angebracht hätte. Dann erst folgt das Lob der tatsächlichen, doch so viel schöneren und zweckmäßigeren Zahnordnung, mit der wir alle leben.
Diese Denkfigur ist für unser Thema überaus aufschlussreich. So spielerisch sie wirkt, so charakteristisch ist sie für einen Zeitgeist, der jederzeit überall mit der Möglichkeit rechnet, dass alles, dass das Ganze, dass die Welt auch ganz anders sein könnte, als wir sie vorfinden. Brokes physikotheologisch enthusiasmierte, zugleich naturkundlich geschulte Wahrnehmung richtet sich auf prinzipiell alles, auf makro- und auf mikrokosmische Phänomene, vom Himmel bis zum Gänseblümchen und dem Frosch zu seinen Füßen. Stets begreift Brokes, auch darin ein ganz waches, aufmerksames Kind seiner Zeit, stets begreift er diese Phänomene als Teile eines ökologischen Kreislaufs, den er sich immer als ein für alle Mal gegeben und geschlossen denkt, als eine Ökonomia Dei sive Naturae, eine Haushaltung Gottes oder, aber das bedeutet beinahe schon dasselbe, der Natur, einen Naturhaushalt. Ökonomia Dei ist das Wort der Zeit für das, was ein späteres Jahrhundert Ökologie nennen wird. Mindestens einmal aber hat dieser Brokes eben schon ein Gedankenspiel unternommen, das ihm einige Jahrzehnte später und sehr viel systematischer Lichtenberg nachmachen wird. Ein Gedicht zum Lobe der Schwerkraft, nämlich markiert eine spektakuläre Ausnahme. Hier führt die kontrafaktische Annahme, wie es wäre, wenn die Schwerkraft plötzlich verschwände, wenn man sie abschalten könnte, in einem geophysikalisch präzise ablaufenden Experiment zur Vision eines Wärmetodes des Planeten Erde. Nie hatte ein Mensch dergleichen so konkret wissenschaftlich gedacht. Sonder Druck und sonder Schwerde wird auch selbst das Feuer nicht brennen, keine Flamme, Rauch noch Wärme in die Höhe steigen können. Wenn die Teilchen in der Luft einmal ausgedehnet wären und sich von der oberen Luft Last und Schwerde nicht gedrückt und in sich getrieben würden, müsste folgerichtig, experimentell notwendig, müsste, was da lebt, erstickt, unvermeidlich untergehen. Alle Fische müssten sterben. Und weil sie kein Wasser deckte, an der dünnen Luft verderben, würden niemals feuchte Dünste, würde kein verdünnter Duft jemals in die Höhe steigen, folglich weder Tau noch Regen jemals wieder fallen können, sondern alles wäre verbrannt. Als ich diese Verse vor einiger Zeit im Indian Institute of Science vortrug, vor Naturwissenschaftlern, da wandte einer der zuhörenden Ökologen ein, ich wolle doch wohl nicht im Ernst den Brokes des frühen 18. Jahrhunderts zum Propheten der globalen Erwärmung im 21. erklären. Ein anderer Kollege antwortete darauf, it's not the warming, it's the global. Nicht dass die Erwärmung ist der entscheidende Punkt, sondern das globale Denken. It's not the warming, it's the global. Dies in der Tat ist das eigentlich Neue am experimentellen Weltuntergang in Brokes Gedicht, dass es einen physikalisch präzise vorhersagbaren Weltuntergang ernstlich durchspielt. Wenn Klopstock in der Frühlingsfeier die Erde beschaut als Tropfen am Eimer im Ozean der Welten alle, dann nimmt er dieselbe Perspektive ein. Er tut es nur weniger unauffällig und in den alten Worten eines biblischen Psalms. Niemand, habe ich gesagt, unter den Zeitgenossen dieses Aufklärungsjahrhundert hat die globalen Konsequenzen der neuen Entdeckungen und der neuen Denkmöglichkeiten so scharfsinnig durchdacht und fiktional durchgespielt wie Lichtenberg. Albrecht Schöne hat 1982 in seinem Buch über Lichtenbergsche Konjunktive die Verfahren des Experimentalphysikers Lichtenberg auch in dem wiederentdeckt, was der Schriftsteller Lichtenberg selber seine Gedankenexperimente nannte. Den gemeinsamen Grundsatz von Schreibkunst und Experimentalphysik fand Albrecht Schöne in dem Sudelbucheintrag Lichtenbergs, der das Prinzip der möglichen Welten
zum eigenen Arbeitsinstrument macht. Was leidet es, schreibt Lichtenberg, was leidet es für Abweichungen, wenn man gewisse Dinge ändert? Brokes würde sagen, wie würde sich der Planet entwickeln, wenn man die Schwerkraft ausknipste? 6 der Notizen, die auf diese Weise in Lichtenbergs Sudelbuch entstanden sind, will ich im Folgenden genauer ins Auge fassen. Genauer gesagt, 5 Notizen aus den Sudelbüchern und eine sehr kurze Erzählung. Allesamt so knapp, dass ich sie hier ohne Überschreitung meiner Redezeit vollständig vorlesen kann. Und allesamt doch Entwürfe möglicher Welten und möglicher Weltuntergänge. Die erste Notiz hat es bezeichnenderweise mit der Erdgeschichte zu tun, wie sie neuerdings allenthalben diskutiert wird, 1790. Nur richtet Lichtenbergs Notiz sich nicht auf die geologische Vergangenheit, über die er übrigens auch Abhandlungen verfasst, sondern auf eine Zukunft, die sich beim konsequenten Durchdenken der geologischen Sachverhalte jetzt schon ablesen lässt. Wenn man nämlich bedenkt, dass in geologisch weiten Zeiträumen alle Gebirge schließlich einmal verwittern, abgetragen werden und alle Hohlräume dieses Himmelskörpers Erde in sich zusammensinken müssen. Lichtenberg, dass die Welt immer kleiner wird, wenn sich nämlich die Höhlen in ihr so destruieren wie die Berge, immer dichter. Indem die Erde sich mit der fortwährenden Erosion lediglich verdichtet, wird sie gewissermaßen zum globalen Zwerg. Und it's not the dwarf, it's the global. Eine zweite Zukunftsvision scheint da schon beunruhigender, weil näher an uns dran. Im Sudelbuch K kommt Lichtenberg die Möglichkeit eines globalen Kältetodes in den Sinn. Neuartig ist hier die technisch-instrumentelle Weise, in der er jetzt davon sprechen kann. Seine Formulierungen behandeln astronomische und geologische Vorgänge, als gehe es bloß um Handgriffe eines erfahrenen Experimentalphysikers, der seinen Studenten praktische Empfehlungen ausspricht. Wenn unsere Welt erfrieren soll, so sind 2 Wege möglich. Entweder die Sonne auszulöschen, das heißt zu verwandeln, oder den Bestandteilen unserer Erde eine große Verwandtschaft mit der Wärme zu geben. Die physikalische Begründung muss uns hier überhaupt nicht interessieren, nur die Argumentationsform. Lenkt man das Augenmerk beim Lesen dieses Satzes nicht nur auf die globalen Dimensionen des vorgestellten klimatischen Wandels, sondern auch auf Lichtenbergs Ausdrucksweise, dann wird seine Provokationskraft sichtbar. Die tödliche Abkühlung unseres Planeten, die finale Eiszeit, wird im Satzbau so dargestellt, als handle es sich dabei um die notwendige Folge eines zielgerichteten menschlichen Handelns. Lichtenbergs Notiz sagt ja nicht lediglich, unter welchen Umständen die Erde den Kältetod erleiden könnte, sondern sie erläutert die zweckmäßigerweise zu ergreifenden Maßnahmen für den Fall, dass unsere Welt erfrieren soll. Diese Notiz antwortet auf die Frage, was man tun muss, um dieses Erfrieren des Planeten herbeizuführen. Im gedachten Fall, dass es möglich wäre, entweder die Sonne auszulöschen oder die chemische Zusammensetzung der Erde zu verändern, wäre das tödliche Ziel nicht zu verfehlen. Nun liegt die Auslöschung der Sonne gewiss nicht in der Reichweite menschlichen Handelns. Der Versuch hingegen, den Bestandteilen unserer Erde eine große Verwandtschaft mit der Wärme zu geben, der ließe sich prinzipiell sehr wohl anstellen. Tatsächlich wird das, was hier nur wie ein freies Gedankenspiel aussieht, schon wenige Sudelbucheinträge später von Lichtenberg als ernsthafte menschliche Handlungsmöglichkeit in Betracht gezogen. Der implizite Gedankenschritt ist leicht nachvollziehbar. Denn
Wenn auch einzelne Menschen nicht imstande sein werden, mit Sonne und Erde in derselben Weise zu hantieren wie der Physiker mit Gegenständen im Versuchslabor, so könnten doch einzelne Menschen oder Gruppen sehr wohl katalytische Prozesse in Gang setzen und so mit kleinen lokalen Mitteln globale Wirkungen erzeugen. Für ein solches Gedankenexperiment ist es erforderlich, die Angaben, die eben noch unbestimmt changierten zwischen physikalischen und chemischen Eingriffen, ganz zu konzentrieren auf die Chemie. Lichtenbergs Schlüsselwort lautet jetzt Ferment. Jede Fermentation, vom Bierbrauen bis zum Kuchenbacken mit Hefe, bewirkt ja den erwünschten Übergang von sehr kleinen in sehr große Dimensionen. Wie, wenn sich auch das übertragen ließe in einen globalen Maßstab? Diese Aussicht skizziert Lichtenberg in einer dritten Notiz als real denkbar. In einem Indikativ, dessen Reichweite nur noch eingeschränkt ist durch das Adjektiv, durch das Adverb vielleicht. Vielleicht findet noch einmal jemand ein Ferment, welches Luft in Wasser verwandelt. Dieser Satz eröffnet nun in der Tat eine sehr viel dramatischere Aussicht als die Vorstellung einer von Menschen bewirkten Auslöschung der Sonne. Denn der probeweise Gebrauch, nur der probeweise Gebrauch eines solchen Ferments könnte ja tatsächlich einen Prozess in Gang setzen, der, wenn er sich wie andere uns bekannte Fermentierungsvorgänge eigenständig weiter fortsetzte, gänzlich außer Kontrolle geriete. Gleichgültig unter wie kleinen und lokalen Umständen er begonnen würde, zum Beispiel im Labor in Göttingen, sein Ende wäre das Ertrinken der Menschheit, überhaupt aller Landlebewesen, eine menschengemachte Sintflut. Und wer sagt, dass dieses Ferment nicht tatsächlich von Menschen entdeckt und benutzt werden könnte? Zwar ist seine Existenz nicht bekannt, prinzipiell undenkbar, aber ist sie keineswegs. Deshalb kommt Lichtenberg auch auf Sätze, die aus der Perspektive unseres Jahrhunderts wie Prophezeiungen erscheinen. Vierte Notiz: Es wäre doch möglich, dass einmal unsere Chemiker auf ein Mittel gerieten, unsere Luft plötzlich zu zersetzen durch eine Art von Ferment. Und nun die Schlussfolgerung: So könnte die Welt untergehen. Diese Notiz, die Albrecht Schöne schon im genannten Buch hervorhebt, diese Notiz formuliert mit unheimlicher Konsequenz die aus einer prinzipiell denkbaren Prämisse folgerichtig abgeleitete Imagination einer globalen ökologischen Katastrophe. Denn möglich wäre dies ja in der Tat, nur dass Lichtenberg über die chemischen Lösungsworte noch unsicher war und dass eine Verbindung wie der Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoff noch einige Zeit auf seine Entdeckung warten musste. In einer fünften Notiz hat Lichtenberg selbst den einmal gefassten Gedanken noch einmal aufgegriffen. Ließe sich, so fragt er im Sudelbuch L, ließe sich nicht zum Wohle der globalen Landwirtschaft bewusst und zielstrebig mit chemischen Mitteln eingreifen in die Zusammensetzung der Erdatmosphäre, der, wie man sagt, Luftkugel, um eine globale Erwärmung zu erzeugen? Lichtenberg: Eine der größten Entdeckungen für die Ökonomie wäre, wenn man irgend wohlfeiles Material erfände, die Stickluft der Atmosphäre zu zersetzen und so ihre Wärme freizumachen. Mit Atmosphäre ist hier im Ernst die Lufthülle des gesamten Globus gemeint. Was bei Brokes als zwar hypothetisch allenfalls denkbare, aber unrealisierbare Vorstellung vom Wärmetod des Planeten erscheint, hier wird es zur praktischen Reflexion in aufgeklärt fortschrittsoptimistischer Perspektive. Lichtenbergs Notizen darüber, wie tatsächlich die Welt untergehen könnte, durch einen Laborunfall im kleinsten lokalen Rahmen,
liest sich wie der erste Einfall zu einer Science-Fiction-Erzählung. Und diese Erzählung gibt es tatsächlich. Der deutsche Science-Fiction-Klassiker Helium, 1949 veröffentlicht von Ernst von Kuhn und danach öfter eben ein Klassiker, entfaltet dasselbe Szenario eines außer Kontrolle geratenen Experiments unter den Bedingungen des Atomzeitalters. In einem durchaus reißerischen Handlungsverlauf lesen wir, die Heliumwirbel, die sich der Atmosphäre zumischen, werden mit tödlicher Strahlung gesättigt sein. Man braucht nur die Karte der Luft- und Meeresströmungen zu studieren, um sich ein Bild zu machen. Zunächst würden die giftbeladenen Wolken wohl den bisherigen Winden folgen, gegen den asiatischen Raum treiben, Japan mit Strahlungsgift begegnen, Korea, den Küsten Chinas. Die Meeresströmung würde indessen die Südsee verpesten, Mittelamerika bespülen, San Francisco und Los Angeles ebenso entvölkern wie Manila, Hongkong und Shanghai. Eine Entwicklung ist am Ende, der Homo sapiens hat sich selbst liquidiert. Nur werden Sie denken, dass das eine kühne Aktualisierung von Lichtenbergs unschuldigen kleinen Notizen sei. Aber nicht erst wir Zeitgenossen des 20. und 21. Jahrhunderts lesen sie so, schon Lichtenbergs Zeitgenossen taten das. 1807 lässt Jean Paul seinen frommen Feldprediger Schmelzle am Ende der gleichnamigen Erzählung in der von 1800 bis 1806 erschienenen ersten Lichtenberg-Ausgabe blättern. Und unter all den vielen Notizen der Sudelbücher lässt er seinen braven Dorfpfarrer genau und ausschließlich auf diese Stelle stoßen. Das lohnt sich anzuschauen, denn es wirkt wie ein Vorgriff auf den Science-Fiction-Roman, kaum zu glauben, und sicher hat keiner den anderen gekannt. Also mit seiner Ehefrau heimkehrend von einem Jahrmarkt ins heimische Dörfchen, weit ab von den Metropolen, in einem Winkel der Welt, behaglich und provinziell, findet sich der von den Erlebnissen des Tages erfüllte Landpfarrer etwas beschwipst im Liebesrausch. So gelangten, schreibt er, wir beide, Ehefrau und er, liebend nach Hause und ich hätte vielleicht zum schönen Tage noch den Nachsommer einer herrlichen Nachmitternacht erlebt, hätte mich nicht der Teufel über Lichtenbergs 9. Band, und zwar auf die 206. Seite geführt, wo dieses steht. Es wäre doch möglich, dass einmal unsere Chemiker auf ein Mittel gerieten, unsere Luft plötzlich zu zersetzen durch eine Art von Ferment. So könnte die Welt untergehen. Ach ja, wahrlich, da die Erdkugel in der größeren Luftkugel eingekapselt steckt, so erfinde bloß ein chemischer Spitzbube auf irgendeiner fernsten Spitzbubeninsel oder in Neuholland, also eben jenem Australien, das Captain Cook gerade für England reklamiert hatte, erfinde dieser Spitzbube ein Zersetzmittel für die Luft, dem ähnlich, was etwa ein Feuerfunke für den Pulverkarren ist. In wenig Stunden packt mich und uns in Flats der ungeheure, herschnaubende Weltsturm bei der Gurgel. Mein Atemholen und dergleichen ist in der Erstickluft vorbei und überhaupt alles. Die Erde ist ein großer Rabenstein, wo sogar das Vieh krepiert im Weltschwaden, im Weltsterb. Indes verbarg ich der treuen Seele jeden Todesnachtgedanken, da sie mich doch entweder nur schmerzlich nachempfunden oder gar lustig ausgelacht hätte. Wie Sie bemerken, fügt Jean-Paul Lichtenberg sachlich gar nichts hinzu, aber emotional eine Menge. Er malt die Notiz aus in Details von schauerlicher Anschaulichkeit, in ganz derselben Weise, wie Ernst von Kuhn es in seinem Science-Fiction-Roman tun wird. Bis zum ad hoc geprägten Ausdruck vom Weltsterb. Und er demonstriert, Jean-Paul demonstriert die unterschiedlichen Affektreaktionen, die das Gedankenspiel auslösen kann. Und zwar nicht erst heute, sondern wenige Jahre nach seiner Niederschrift schon. Eine rasch anwachsende Angst gegenüber dem Menschenmöglichen, gegenüber einem Geschehen, das aus kleinsten Anlässen tatsächlich apokalyptische Ausmaße annehmen und sich menschlicher Verfügungsgewalt entziehen könnte. Dagegen steht die spöttisch verlachende Abwehrreaktion der Ehefrau, die dergleichen für schlechterdings unmöglich hält.
Aber das lustige Auslachen ist hier doch nur noch als irrationale Abwehr zu verstehen. Zu einem seiner Gedankenexperimente hat Lichtenberg bemerkt, man könnte daraus eine artige Fabel machen. In der kurzen Erzählung Ein Traum, meinem letzten Text, 1794 anonym im von Lichtenberg herausgegebenen Göttinger Taschenkalender erschienen, in der kurzen Erzählung Ein Traum malt er so eine der Möglichkeiten aus, die er in den Sudelbuchnotizen nur knapp skizziert hatte. Hier erst, erzählerisch befreit durch die Freiheit eines fantasierenden Träumens, gewinnt sein experimentelles Nachdenken nicht nur einen neuen Umfang, sondern auch eine ganz neue Qualität. Denn nun kommt über das naturwissenschaftlich-technisch Machbare oder jedenfalls Denkbare hinaus auch der Macher selbst in den Blick. Der Physiker, der Chemiker, der Techniker. Nun wird er sich selbst zum Problem. Damit werden auch die moralischen Voraussetzungen seines Handelns zum Problem, weshalb auch dieser Text eine unerwartete Aktualisierung erfahren hat. 1976, in der Nachrüstungsdebatte, hat der friedensbewegte DDR-Schriftsteller Stefan Hermlin diesen Text in sein deutsches Lesebuch aufgenommen, zwischen Klopstock und Karl Marx. Im verbleibenden Teil meiner Vorlesung will ich allein diesen kurzen Text durchgehen, länger als die Notizen, kurz genug für uns hier, Satz für Satz. Lichtenberg, ein Traum. Mir war, als schwebte ich weit über der Erde einem verklärten Alten gegenüber, dessen Ansehen mich mit etwas viel Höherem als bloßem Respekt erfüllte. In einem religiösen Bild beginnt der Traum, wie in den alten heiligen Legenden, eingeführt durch Elevation und Vision. Ort der Handlung ist dabei eine Gegend weit über der Erde, was in der Legende nicht weiter auffällt, die ja auf der Opposition von Himmel und Erde beruht. Was bei diesem Autor aber die Möglichkeit einer konkreten Rede vom Planeten Erde offen hält. Tatsächlich wird er gleich davon Gebrauch machen. So oft ich meine Augen gegen ihn, den Alten, aufschlug, durchdrang mich ein unwiderstehliches Gefühl von Andacht und Vertrauen, und ich war eben im Begriff, mich vor ihm niederzuwerfen, als er mich mit einer Stimme von unbeschreiblicher Sanftheit anredete. Du liebst die Untersuchung der Natur, sagte er. Hier sollst du etwas sehen, das dir nützlich sein kann. Indem er dieses sagte, überreichte er mir eine bläulich-grüne und hier und da ins Graue spielende Kugel, die er zwischen dem Zeigefinger und Daumen hielt. Sie schien mir etwa einen Zoll im Durchmesser zu haben. Nimm dieses Mineral, fuhr er fort, prüfe es und sage mir, was du gefunden hast. Du findest da hinter dir alles, was du zu solchen Untersuchungen nötig hast, in höchster Vollkommenheit. Ich will mich nun entfernen, bin aber zu rechter Zeit wieder bei dir. Als ich mich umsah, erblickte ich einen schönen Saal mit Werkzeugen aller Art, der mir im Traum nicht so fremd schien, als nachher beim Erwachen. Ein Naturforscher also ist dieser Träumer. Er liebt die Untersuchung der Natur, vor allem dann, wenn sie ihm nützlich sein kann. Und ersichtlich ist er ein Kenner der praktischen Mineralogie. Es ist nicht ohne Komik, dass dieser Träumer nun im Himmel eine gewissermaßen kosmisch vergrößerte Variante seines irdischen Laboratoriums wiederfindet. Oder umgekehrt, was dem Träumer im Himmel gezeigt wird, ist nur eine vergrößerte Wiederholung seines irdischen Labors. Es war mir, als wäre ich öfter da gewesen, und ich fand, was ich nötig hatte, so leicht, als hätte ich alles selbst vorher hingelegt. Ich besah, befühlte und beroch nunmehr die Kugel. Ich schüttelte und behorchte sie wie einen Adlerstein, eine Art Eisenoxid. Ich brachte sie an die Zunge, ich wischte den Staub und eine Art von kaum merklichem Beschlag mit einem reinen Tuche ab, erwärmte sie und rieb sie auf Elektrizität am Rockärmel. Ich probierte sie gegen den Stahl, das Glas und den Magneten.
Und bestimmte ihr spezifisches Gewicht, das, wo ich mich recht erinnere, zwischen 4 und 5 fand. Alle diese Proben fielen so aus, dass ich wohl sah, dass das Mineral nicht sonderlich viel wert war. Auch erinnerte ich mich, dass ich in meiner Kindheit von der gleichen Kugeln oder doch nicht sehr verschiedenen 3 für einen Kreuzer auf der Frankfurter Messe gekauft hatte. Indes schritt ich doch nun zu der chemischen Prüfung und bestimmte die Bestandteile in 100 Teilen, also Prozenten des Ganzen. Auch hier ergab sich nichts Sonderliches. Ich fand etwas Tonerde, ungefähr ebenso viel Kalkerde, aber ungleich mehr Kieselerde. Endlich zeigte sich noch Eisen und etwas Kochsalz und ein unbekannter Stoff, wenigstens einer, der zwar manche Eigenschaften der Bekannten hatte, dafür aber wieder eigene. Es tat mir leid, dass ich den Namen meines Alten nicht wusste. Ich hätte ihn sonst gern dieser Erde beigelegt, um ihm auf meinem Zettelchen ein Kompliment zu machen. Mit dieser Erde meint er nur diesen Mineralstoff, diesen Erdenstoff. Übrigens muss ich sehr genau bei meinen Untersuchungen verfahren sein, denn als ich alles zusammen addierte, was ich gefunden hatte, so machte es genau 100. Aphoristisch ist das nicht. Aber ist diese Detailtreue wirklich vonnöten? Offensichtlich ja. Denn ersichtlich ist diesem Erzähler daran gelegen, die Anwendung der bewährten Methoden seiner chemischen Arbeit zu dokumentieren, sich darzustellen als einen souveränen Meister seines technisch-naturwissenschaftlichen Faches. Die Genauigkeit seiner Schilderung entspricht genau der Umsicht, die er auch in seinem irdischen Laboratorium walten lässt. Sie soll uns, den Lesern, eben diese mustergültig korrekte Arbeitsweise genauso ad oculos demonstrieren, wie Lichtenberg das in seinen Schauversuchen tut. Hier wird nach allen Regeln der Wissenschaft gearbeitet, und siehe da, der Träumer kommt ans Ziel. Soeben hatte ich den letzten Strich in meiner Rechnung gemacht, als der Alte vor mich hintrat. Er nahm das Papier und las es mit einem sanften Lächeln, das kaum zu bemerken war. Hierauf wandte er sich mit einem Blick voll himmlischer Güte, mit Ernst gemischt gegen mich, und fragte: Weißt du wohl, Sterblicher, was das war, was du da geprüft hast? Der ganze Ton und Anstand, womit er diese sprach, verkündigte nunmehr deutlich den Überirdischen. Nein, Unsterblicher, rief ich, indem ich mich vor ihm niederwarf, ich weiß es nicht. Denn auf mein Zettelchen wollte ich mich nun nicht mehr berufen. Ein Ton und Anstand, der ganz den Überirdischen und Unsterblichen zu erkennen gibt, das ist allerdings eine ganz andere Tonlage als die des pedantischen Mineralogen zuvor, der unter seine Rechnung einen so selbstsicheren Strich gemacht hat. Der Wechsel der rhetorischen Register markiert einen radikalen Wechsel der Perspektiven. Die Pointe lautet, dass der vermeintliche Analytiker die ganze Zeit in Wahrheit selber der Analysierte war. Er war nicht Subjekt des Experiments, sondern Objekt. Der Überirdische hat ihn, seine Wahrnehmungsfähigkeit und sein Urteilsvermögen nur auf die Probe gestellt und sieht das Ergebnis mit einem leichten Lächeln. In dieser Probe ging es nicht um die Zusammensetzung der Kugel, sondern um die Handlungsweise des Wissenschaftlers, um nichts Geringeres als sein Verhältnis zur Welt. Grundlage des Experiments, das der Überirdische mit diesem Irdischen unternommen hat. Grundlage war bloß die Umkehrung der natürlichen Größenverhältnisse von Mensch und Planet. Der Geist, so wisse, es war nach einem verjüngten, also verkleinerten Maßstabe nichts Geringeres als die ganze Erde. Ich, die Erde, ewiger großer Gott und das Weltmeer mit allen seinen Bewohnern, wo sind denn die? Er, dort hängen sie, in deiner Serviette, die hast du weggewischt. Ich, ach, und das Luftmeer und alle die Herrlichkeit des festen Landes? Er, das Luftmeer, das wird dort in der Tasse mit destilliertem Wasser sitzen geblieben sein. Und mit deiner Herrlichkeit des festen Landes, wie kannst du so fragen? Das ist unfühlbarer Staub, da an deinem Rockärmel hängt welcher. Ich?
Aber ich fand ja nicht eine Spur von dem Silber und Gold, das den Erdkreis lenkt. Er: schlimm genug, ich sehe, ich muss dir helfen. Wisse, mit deinem Feuerstahl hast du die ganze Schweiz und die Savoyen und den schönsten Teil von Sizilien heruntergehauen. Und von Afrika einen ganzen Strich von mehr als 1000 Quadratmeilen vom Mittelländischen Meer bis an den Tafelberg, völlig ruiniert und umgewendet. Und dort, auf jener Glasscheibe, oh, eben sind sie heruntergeflogen, lagen die Kordilleren. Und was dir vorhin beim Glasschneiden ins Auge sprang, war der Chimborazo. Zum Dialog wird der Bericht, weil der Mineraloge und Chemiker nicht mehr einfach nach eigenem Gutdünken berichtet, sondern weil er jetzt zur Rechenschaft gezogen wird. Das Labor wird zum Gerichtsstand. Wie Sie sehen, wird das alte Märchenmotiv von der bestraften Hybris bezogen auf das Verhältnis des Naturwissenschaftlers zu seinem letzten, größten und neuerdings tatsächlich erreichbaren Gegenstand. Und das ist die ganze Erde, von Lichtenberg durch Kursivierung hervorgehoben, der Planet. Ohne Lichtenbergs thematisch benachbarte Sudelbucheinträge wüssten wir gar nicht, wie wörtlich diese geträumte Mahnung hier verstanden werden soll, wie genau sie sich beziehen lässt auf die Erfindung chemischer Substanzen, Fermente, die imstande wären, die Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu verändern. So ist auch der Folgesatz jetzt schon bei Lichtenberg nicht nur als makabrer Scherz zu verstehen, sondern wieder als konsequente Folgerung aus seinen gedankenexperimentellen Voraussetzungen. Ich verstund. Ich verstund und schwieg. Aber 9/10 meines noch übrigen Lebens hätte ich darum gegeben, wenn ich meine chemisch zerstörte Erde wieder gehabt hätte. Allein um eine andere bitten einer solchen Stirne gegenüber, das konnte ich nicht. Je weiser und gütiger der Geber war, desto schwerer wird es dem Armen von Gefühl, ihn zum zweiten Mal um eine Gabe anzusprechen, sobald sich der Gedanke in ihm regt, er habe vielleicht von der ersten nicht den besten Gebrauch gemacht. Die chemisch zerstörte Erde und die Erkenntnis, dass nicht so leicht eine zweite zu beschaffen sei, so steht es tatsächlich hier in Lichtenbergs Göttinger Taschenkalender auf das Jahr 1794. Noch aber gibt er nicht auf, sondern schlägt ein zweites Experiment vor. Diesmal soll nicht die Erde zur Murmelgröße verkleinert werden, sondern umgekehrt das sprichwörtlich biblische Senfkorn zum Planeten vergrößert, der sich in Ermangelung der wirklichen Erde nun wenigstens für eine erdgeschichtliche Untersuchung anbietet, ganz getreu dem neuen geologischen Modethema. Aber eine neue Bitte, dachte ich, vergib dir wohl dieses verklärte Vatergesicht. Oh, rief ich aus, großes unsterbliches Wesen, was du auch bist, ich weiß, du kannst es, vergrößere mir ein Senfkorn bis zur Dicke der ganzen Erde und erlaube mir, dem Modegeologen, die Berge und Flöze darauf zu untersuchen, bis zur Entwicklung des Keims bloß der Revolutionen, also der Erdumwälzungen wegen. Was würde dir das helfen, war die Antwort. An deinem Planeten hast du ja schon ein Körnchen für dich zur Dicke der Erde vergrößert. Da prüfe, vor deiner Umwandlung kömmst du nicht auf die andere Seite des Vorhangs, die du suchst. Weder auf diesem noch einem anderen Körnchen der Schöpfung. Nicht vor deiner Umwandlung. Also nicht mehr um die Umwandlung der verwendeten Experimentierstoffe geht es nun, sondern um die Verwandlung des Experimentierers selbst. Darum schlägt nun der Unsterbliche seinerseits ein zweites Experiment vor, das den Träumer endgültig belehren soll. Aber der begreift nun auch ohne Versuch, was er lernen sollte. Hier, sagt der Geist, nimm diesen Beutel. Prüfe, was darin ist und sage mir, was du gefunden hast. Beim Weggehen setzte er fast scherzend hinzu, verstehe mich recht, chemisch prüfe es, mein Sohn. Ich bleibe dieses Mal länger aus. Wie froh war ich, als ich wieder was zu untersuchen hatte. Denn nun, dachte ich, will ich mich besser in Acht nehmen. Gib Acht, sprach ich zu mir selbst, es wird glänzen. Und wenn es glänzt, so ist es gewiss die Sonne oder sonst ein Fixstern.
Als ich den Beutel aufzog, fand ich, ganz wider meine Erwartung, ein Buch in einem nicht glänzenden, einfachen Bande. Nicht das Buch der Natur oder der Schöpfung also, sondern ein richtiges Buch. Wie das, in dem wir dies hier gerade lesen. Die Sprache und Schrift desselben waren keine der bekannten und obgleich die Züge mancher Zeilen flüchtig angesehen ziemlich so aussahen, so waren sie es näher betrachtet doch ebenso wenig als die verwickeltsten. Alles, was ich lesen konnte, waren die Worte auf dem Titelblatt: Dies prüfe, mein Sohn, aber chemisch und sage mir, was du gefunden hast. Ich kann nicht leugnen, ich fand mich etwas betroffen in meinem weitläufigen Laboratorio. Wie, sprach ich zu mir selbst, ich soll den Inhalt eines Buches chemisch untersuchen? Der Inhalt eines Buches ist ja sein Sinn und chemische Analyse wäre hier Analyse von Lumpen und Druckerschwärze. Also, wie jetzt das Buch, so auch die Erde zuvor. Nicht die im Labor analysierbare Materialität macht aus, worauf es ankommt, sondern der Sinn, der immaterielle Geist darin. Und da das Buch bis auf diese Titelseite in einer unbekannten Sprache geschrieben ist, müsste es zuerst darum gehen, diese neue Sprache zu erlernen. Aber das ist nicht mehr nötig, denn, Ende des Textes, als ich einen Augenblick nachdachte, wurde es auf einmal hell in meinem Kopf und mit dem Licht stieg unüberwindliche Schamröte auf. Oh, rief ich lauter und lauter, ich verstehe, unsterbliches Wesen. Oh, vergib, vergib mir. Ich fasse deinen gütigen Verweis. Dank dem Ewigen, dass ich ihn fassen kann. Ich war unbeschreiblich bewegt und darüber erwachte ich. Da liege ich, denkt Hans Castorp am Ende des Schneetraums im Zauberberg. Da liege ich und habe im Leibe noch die wirklichen Reste meines Traums, in dem auch Hans Castorp übrigens nicht weniger erkannt zu haben glaubt als das Ganze. So hat auch Lichtenbergs Träumer verstanden, dass das, was ihm am Planeten Erde chemisch betrachtet, nicht sonderlich viel wert, überhaupt nichts Sonderliches zu sein schien, weil er dergleichen für drei Kreuze auf der Frankfurter Messe erstehen könnte. Er hat verstanden, dass dies nicht das sei, was den Planeten ausmacht, dass das Ganze ganz anders sei und eine ganz andere Art des Umgangs verlange. So könnte mit dem Traum auch meine Vorlesung zu Ende sein, wenn nicht Lichtenbergs Erzählung sehr viel enger verknüpft wäre mit handfesten naturwissenschaftlichen Problemen, als ihr selber zu entnehmen ist. Dem muss ein letzter Blick gelten. Sieht man nämlich den unmittelbaren Kontext, in dem diese Traumgeschichte 1794 im Göttinger Taschenkalender zu lesen war, dann löst sich der Eindruck einer etwas sonntagsredenhaften Erbaulichkeit, den Sie vielleicht jetzt auch insgeheim haben, so schlagartig auf wie die Atmosphäre im Gedankenexperiment. Lichtenbergs Traumerzählung folgt nämlich unmittelbar auf einen Beitrag, der es seinerseits zu tun hat mit aktuellen naturwissenschaftlichen Forschungen und mit ihren möglichen Konsequenzen für den Menschen. Genauer gesagt, die Erzählung folgt nicht nur auf diesen Beitrag, sondern geht daraus hervor. Und Lichtenberg, der die verschwimmenden Übergänge zwischen den Texten ja sehr leicht hätte auflösen können, scheint gerade auf diese Übergänge besonderen Wert zu legen. Worum also ging es in den Abschnitten, die dieser Erzählung vorausgingen? Zunächst ging es um die Gewinnung von Wallrat. Das ist eine Art Talg, die sich aus dem Gehirn von Pottwalen gewinnen lässt. Dann um die Zersetzung menschlicher Leichname, die unter bestimmten Umständen, so liest man neuerdings, zu einer Art von Fett verwesen, aus der sich möglicherweise ebenfalls Wallrat gewinnen ließe. Mit dieser makabren Erörterung beendet Lichtenberg ziemlich abrupt seinen naturwissenschaftlichen Text
und schaltet eine neue Zwischenüberschrift ein, aber immer noch mitten im Text. Sie lautet: einige Betrachtungen über vorstehenden Aufsatz nebst einem Traum. Indem er dort über das gerade Referierte nachdenkt, mit seinen Worten einige Betrachtungen anstellt, erkennt er zunächst, unsere der Menschen Chemie hängt ab von der Schicht der Dunstkugel, worin wir leben, ihrem Druck und ihrer Qualität. In diesem Augenblick lässt er unversehens zum ersten Mal, wir sind schon einige Druckseiten seit dem Beginn her, eine Art Emotion erkennen. So überfällt mich immer eine gewisse Schüchternheit bei unserer sogenannten Theorie der Erde und chemischen Zerlegung der Körper, von der ich mich kaum loszumachen imstande bin. Diese Schüchternheit, so fügt der Naturwissenschaftler hinzu, sei nun seit einiger Zeit sehr viel durch einen ganz ärgerlichen Traum verschlimmert worden, den ich erzählen will. Und dann erst folgt, hervorgehoben durch einen zweiten Zwischentitel, ein Traum. Auf den ersten Blick scheint es, als lasse Lichtenberg sich hier durch bloß oberflächliche Assoziationen vom einen Thema zum anderen vortragen, von der Chemie der menschlichen Körper zur Beschaffenheit der Erde und Atmosphäre, vom Pottwal zur Talggewinnung und von dort zu seinem Traum. Erst bei wiederholter Lektüre wird deutlich, dass der eigentliche Auslöser des Übergangs vom wissenschaftlichen Referat über neue Publikationen zur Traumdichtung, der Übergang also auch von Naturwissenschaft zu Poesie, ein Punkt ist. Und das ist die Erkenntnis, dass sich menschliche Leichname, es geht sogar ausdrücklich um Kinderleichen, gefunden auf dem Pariser Kirchhofe der unschuldigen Kinder, Cimetière des Innocents, dass sich Kinderleichen infolge der hier referierten Erkenntnisse künftig industriell verwerten ließen, zum Besten des Menschengeschlechts. Dieser mit keinem Wort direkt ausgesprochene, aber mit Schüchternkeit und Zögern umschriebene Schock, der ist es, der den Schreiber Lichtenberg vom Pottwalfett zur Erdzerstörung bringt und zum moralischen Gericht über den Naturwissenschaftler, der er selber ist. Versuchte man auszusprechen, was sein Text mit dem Hinweis auf Schüchternheit, Hemmung also und den ärgerlichen Traum nur andeutend umschreibt, so müsste man es vielleicht so formulieren. Wenn der naturwissenschaftlich aufgeklärte und technisch dazu befähigte Mensch imstande wäre, aus Kinderleichen Kerzentalg zu erzeugen, dann entspräche dieses Verhalten der Gleichgültigkeit eines zu Göttergröße und gottgleicher Allmacht angewachsenen Mineralogen, der im himmlischen Riesenlaboratorium mit einer Handbewegung die Kordilleren, die Ozeane und gleich auch noch die Menschheit beseitigte. Er kann das, er traut es sich zu, er macht es sogar souverän im Traum. Die Fortsetzung des Traums mit dem zweiten Auftrag, das Buch zu analysieren, legt dann den Denkfehler offen, den das eine wie das andere Tun voraussetzte. Den Denkfehler, der zugleich ein moralisches Versagen von monströsen Ausmaßen bedeuten müsste. Wer den einzelnen Menschen, die einzelne Kinderleiche in Paris oder auch den Planeten Erde mit der Menschheit in seiner Gesamtheit auf seine materielle Beschaffenheit reduzierte, auf Neuigkeit und Nutzwert, der verführe wie jemand, der das Material eines Buches chemisch vollständig analysierte, ohne seine Sprache zu lernen, seinen Sinn zu verstehen, überhaupt an die Möglichkeit zu denken, dass es hier einen Sinn geben könnte. Dies ist es, was Lichtenbergs Traumerzählung den Sudelbuchnotizen von vorhin substanziell hinzufügt. Er verbindet eine Wissenschaft, deren globale Wirkungsmöglichkeiten sich gerade erst abzeichnen, mit einem Ethos, das diesen Möglichkeiten gerecht werden soll.
Erst hier verbindet Lichtenberg darum die aus den Sudelbüchern bekannte Versuchsanordnung mit einer zweiten und neuen, deren Objekt er selber ist. Und darum, glaube ich zum Schluss, ist auch der Gottesbezug hier keineswegs nur Teil einer märchenhaften didaktischen Einkleidung. In Lichtenbergs Traum geht es um die letzten Dinge, um seine sehr eigenwillige, spielerische Version von Schöpfung und Sündenfall, von Apokalypse und Umkehr. Derselbe, den die fremde Sprache des geheimnisvollen Buches zunächst gar nichts anging, ruft nun am Ende des Textes, und wir sind immer noch in einem Aufsatz mit einer naturwissenschaftlichen Überschrift, er ruft lauter und lauter, ich verstehe, und er bittet unsterbliches Wesen, o vergib mir, vergib mir. Da, so sagt er am Schluss, da wurde es auf einmal helle in meinem Kopf. Und dies erst ist Lichtenbergs Aufklärung. Danke.